Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Vanguard. Beziehungsweise zu der zweiten Folge erst. Wir sind hier auf der nächsten Route und ich will mal das... Okay, anscheinend will ich nicht das Hutut ansprechen. Oh, es will nicht kämpfen. Ich wollte dich gerne fangen, aber du willst anscheinend nicht. Das ist ganz schön traurig, also für mich. Warum ist es weiß? Soll das so? Das ist aber ein sehr cooles Pokémon. Bodenpflanze. Nehmen wir es mal mit. Es scheint die Winteredition zu sein oder so. Heckel. Ja, ja. Schauen wir mal. Was habe ich denn noch an Pokébällen? 10. Na, das sollte doch reichen. Hoffentlich. Das ist das Problem, wenn es in einem Spiel so viele Regionalformen gibt. Man will sie alle haben. Ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Gerade am Anfang. Das ist mir, also bei Kraftreserve ist es mir echt egal, was das für ein Typ ist. Ist einfach so. Oh, da ist das Hutut. Lila Hutut. Bist du Unlicht? Nochmal. Nein! Vorhin warst du noch im grünen Bereich Zufallswert. Warum tust du mir das an? So, ich glaube, aber Lui haben wir schon auf dem Level Cap. Die anderen müssen da noch hin. Ja, gut. Was ist mit diesem Rad? Es hat einen Stein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Team haben will, aber wir fangen es einfach mal. Wahrscheinlich werden mir gleich alle Pokémon weggenommen oder so, die ich schon gefangen habe. Ah, wir haben was gefangen. Ein Radfratz. Und Baloui kriegt schon wieder keine XP. Yay. Ja, okay, das ist mir bei Radfratz echt egal. Warte, ich durfte mir gerade bei dem anderen gar keine Fähigkeit aussuchen, oder habe ich das aus Versehen weggeklickt? Ich weiß nicht, was Solid Rock ist, aber nehmen wir mal Sound. Immer gut. Oh, ich kriege immer das Menü nicht auf. Weil es nicht auf X liegt. Gestein normal. Ja gut. Na dann. Ey, jetzt kann schon eine Kampfattacke lauter Level 5er Pokémon. Meine Sammlung. Superball! Warum kann ich eigentlich nicht sprinten? Oder liegt das auf irgendeiner Taste, von der ich nicht weiß, was es ist? Vielleicht sollten wir das mal nachgucken irgendwann. Noch ein Radfratz. Ne, ich habe jetzt schon eins. Brauche ich nicht nochmal. Danke. Was haben wir hier? Was ist das? Oh, okay. Keine Ahnung, was das ist, aber okay. Okay, es ist eine Schatztruhe. Anscheinend mit ganz vielen Dingen. Das ist doch schön. Ein Trainerscore und ein Trainerpoint. Wow, okay. Dankeschön. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was das für ein Typ hat. Habe ich keinen Pokédex-Eintrag dafür bekommen? Oh, ich kann auch Encounter nachgucken. Da haben wir bisher erst die Hälfte entdeckt. So, wir gucken mal hier. Ich vermute, das ist Geistfeuer. Das ist Geistboden. Okay. Das ist kein Geistwild. Und das ist Eis. Boah, was habe ich hier schon für kreative Typen. Leider ist das Gestein. Deswegen kann das Radfratz nicht bleiben. Das ist so traurig. Dabei ist Radfratz... Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte mich so gefreut, Radfratz ins Team zu nehmen. Und jetzt ist das einfach der gleiche Typ wie mein Starter. Das geht leider nicht. Traurige Geschichte. Sehr traurige Geschichte. So. Ich werde jetzt immer heilen gehen. Wo war das hier? Ja. Ja, ich habe ja eine Mission. Irgendwie habe ich das ganz vergessen vor lauter Pokémon fangen. Das war wichtig. Okay, ich bekomme nicht mehr Pokébälle. Dann sollten wir vielleicht nicht weiter Pokémon auf der Route fangen. Nicht, dass da noch irgendwas Krasses kommt, was ich unbedingt haben möchte.
Und ich sollte die Pokebälle nicht für Radfratz rauswerfen. Oh, es ist ein blaues. Ich sollte die Pokebälle nicht rauswerfen. Oh, blaues Fiaro fühle ich. Ich würde ein blaues Fiaro sehr fühlen. Was ist denn das dann? Aber ich mag Fiaro eigentlich nur, weil es den. Wir fangen keine unnötigen Pokémon mehr. Nein, nein, auch nicht. Auch nicht so feine Pokémon. Das ist mein liebster Startervogel. Trotzdem nein. Wir halten uns erstmal zurück und suchen hier. Du wolltest kämpfen? Warum wollte denn das jetzt kämpfen, aber das andere nicht? Das Hutut, mit dem ich gerne gekämpft hätte, hätte war richtig. Grammatik kann ich. Da kommen wir nicht weiter, okay. Alles klar. Ja, die scheint es ja öfter zu geben, also kann ich dich bestimmt später noch fangen. Ich würde sagen, du kommst mal nach vorne, damit wir dich ein bisschen leveln können. Ist das ein Trainer? Tatsächlich. Na dann, let's go, kämpfen. Oh. Es ist, alle Pokémon sind einfach anders, oder? Also wirklich alle. Das sieht aus, als wäre Stahl. Eventuell. Ich hoffe, es kann keine Stahlattacken belohnen. Wirf den Stein doch auf den Vogel. Triff doch mal. Wild, wenn die Trainer-Pokémon schwächer sind als die Wilden. Ja, das ist leider fies. Mit seinem Gesteins-Pokémon. Oh. Das hat erstmal eine Bodenattacke auf mein Eis-Pokémon gemacht. Das ist wild. Mal kreativ von ihm. Ey, hör mal auf, Baluis Genauigkeit zu senken. Oh, jetzt kommt der Walzer. Balui. Balui, gib dir Mühe, bitte. Balui, tu das doch nicht. Dankeschön. Oh, zweimal Genauigkeit gesenkt. Wenn ich das bei ihm gemacht hätte, dann hätte das gar keinen Unterschied gemacht. Er hätte trotzdem die ganze Zeit mit den Attacken getroffen. Ich sag's euch. Oh, das sieht spannend aus. Könnte das Kampf sein? Das wäre nicht so gut. Feenwind. Bitte schön. Na dann. Ersten Trainer erfolgreich besiegt. Ich bin gegen einen Busch gelaufen anscheinend. Auch wild. Ah, hier kommen wir direkt zum Anfang zurück. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Ist das ein Shiny Kokuna? Ich weiß nicht mal, wie die aussehen, aber... Nee, die sind alle so okay. Ich dachte, Kokuna ist ja normalerweise gelb, deswegen war ich etwas irritiert. Aber anscheinend ist das hier normal. Ich meine, die Pokémon scheinen ja alle andere Farben zu haben. Beeren. Vielen Dank. Noch mehr Beeren. Die werde ich definitiv eines Tages neu pflanzen. Ich bin mir ganz sicher. So wie immer. Ich pflanze immer Beeren neu. Das gehört einfach dazu, ja, ja. Lauter Papinella. Was ist das? Das sieht so seltsam aus. Ich meine, es ist ein, wie heißt Knospi? Okay. Okay. Es ist ein wirklich gruseliges Knospi. Könntest du damit aufhören? Anscheinend ist es Gift. Danke dafür. Ich würde das eigentlich gerne fangen. Ich bin aber nicht sicher, ob das was wird. Nein. Oh, das war sehr effektiv. Oh ja, Gift. Oh. Okay, aber ich hätte auch nicht Feuerattacke einsetzen können. Na gut, das bond ja bestimmt neu. Dann kann ich es nochmal neu fangen. Bestimmt. Das glaubt ihr auch, oder? Ah, du siehst aus wie immer. Gut für dich. Ja, das konnte doch eine Kampfattacke. Oh, stellt euch vor, das Schaf knurrt euch an. Ich bin mir 100% sicher, dass ich das schon mal irgendwann gesagt habe. Ich habe so ein Déjà-vu. Seltsam. Okay. Leider macht meine Attacke nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hätte. Wo seine Verteidigung jedes Mal singt.
mache ich irgendwie nicht so viel mehr Schaden als am Anfang. Hey, Shard, endlich eine Eisattacke. Danke dafür. Da bleiben wir doch gerne drin. Nein, schwebt. Oh, es hat Schwebe genommen. Fies. Ich hätte das auch gerne bei meinem genommen, aber ich war dumm und habe es nicht getan. So, wir wechseln mal besser. Oh, er hat Baloui mit Dreck beworfen. Oh nein, Baloui trifft schon wieder nicht mehr. Baloui. Baloui macht doch keinen Schaden. Hm. Tschüss, ich glaube, wir sollten dann mal heilen gehen irgendwann in nächster Zeit. Fies von ihm. So. Level up. Noch mehr Level ups. Oh nein, der hat noch mehr Pokémon. Zigzagoon. Es ist Pink. Pink ist Zigzagoon einfach. Na toll. Ja, klar, treffe ich jetzt gar nicht mehr. Toll, jetzt habe ich gegen Pink ist Zigzagoon verloren. Ist das Fee? Das ist vor allem schnell. Ah. Ach, das macht doch direkt mehr Schaden. Sehr gut. Klar, die Bodenattacke ist auch nicht stepper, das aber schon. Und ruckzucki bist stark. So. Wir gehen mal ganz flott zurück. Hier kann man ja runterspringen. Weil meine Pokémon sehen nicht mehr ganz so in Ordnung aus. Hallo. Ich hätte gerne einmal Hilfe. Danke für die Hilfe. Na dann. Wie groß ist eigentlich dieser Park? Ich habe mein Pokémon vor 5 Sekunden bekommen, ne? Und meine erste Quest dauert schon ewig. Wie weit muss ich laufen? Warum hat das Radfahrzeug eigentlich eine grüne Zunge? Wie kommt das denn? Das scheint mir ungesund zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Grüne Zunge? Ob das so natürlich entstanden ist? Oh, ich habe das nicht gesehen. Ich dachte, also ich habe es gesehen, aber ich dachte nicht, dass das Encounter ist. Ich dachte, das ist wie die Papinella, die da hinten fliegen. Ehrlich gesagt. So, das hat auch Max-Level. Kommst du jetzt nach vorne? Hier, wo bist du denn? Ich wollte an dir leveln. Komm zurück. So. Sei fein. Baloui kriegt das nämlich One-Hit weg. Es hat mich gekickt. Tu das bitte nicht. Dankeschön. Kick nicht den Baloui. Oh, ich bin schon wieder in was reingelaufen. Ich laufe sehr oft in irgendwelche Pokémon rein. Schuppet, jetzt hätte ich wirklich gerne eine Geisterattacke. Aber guck mal, das macht tatsächlich echt viel Schaden mit der Glut. Denn, wie wir alle wissen, Glut tut gut. Knospi, lass mich in Ruhe. So, muss ich wohl hoch oder runter? Oh, guck meine kleine Spinne. Süß. Sie sieht cool aus. Kann ich die haben? Oh, eines Tages wird es stark. Hi. So ein schöner Tag zum Angeln. Deswegen sitzt du hier auf der Bank? Angelt man so? Ich meine, ich habe noch nie geangelt, deswegen weiß ich das nicht. Haben wir jetzt alle Encounter gefunden? Wenn man hier beschleunigt und dann durch das Menü geht, ist das schwierig. Nee, es fehlt einer. Zählte das Knospi nicht als Encounter? Nee, die scheinen nicht zu kennen. Das sind anscheinend nicht die Encounter, die hier reinzählen, die Overworld. Klar, dann hätte ich auch viel mehr als das, was da noch gefehlt hat. Okay, hier scheint nichts zu sein. Einer fehlt also noch. Das ist wahrscheinlich der Rare Encounter mit irgendwie nur 1% oder so. Hi. Lass mal kämpfen. Ah, oh. Oh, da könnte ich mir glatt überlegen, so ein Raupi ins Team zu nehmen. Wie episch sieht das denn aus? Wow. Oh, ich hatte so hohe Erwartungen nach dem Raupi und sie wurden so enttäuscht.
Hat er alle die, nein, warte, in der, aus der zweiten Generation noch einen oder Kombi? Naja, nee, Vatribi. Langweilig. Das ist auch nur ganz langweilig. Tut mir leid für Vatribi, dass es einfach normal ist. Vielleicht hat das hier ja eine männliche Entwicklung bekommen. Das wäre wild. Dafür müsste ich eins fangen und dann im Pokédex nachgucken. Wie hat sie mich gesehen? Das ist gecheatet. Oh, ein Fisch. Okay. Oh, mein Team hat ein bisschen Problem mit Wasser-Pokémon. Nicht Fisch-Pokémon, Wasser-Pokémon gehören. Bitte. Ach, Schnabel ist gut. Mach weiter Schnabel. Schnabel, perfekt. Perfekte Attacke. So. Damit haben wir fast alle Pokémon auf Level 8. Und das kriegen wir jetzt auch noch hin. Es sieht normal aus, würde ich sagen, oder? Auch keine Regionalform. Traurige Geschichte. Kann nicht jeder so episch aussehen wie Raupi. Oh nein. Ich sehe, eins meiner Lieblings-Pokémon hat eine Regionalversion. Was soll ich tun? Seht es euch an. Das Problem ist, hier werden viele meiner Lieblings-Pokémon Regionalvarianten haben, weil ja quasi bisher fast jedes Pokémon einer hat. Was nehmen wir denn? Wo ist denn? Hier. Das nehmen wir. Alles klar. Kind, geh mir aus dem Weg. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Oh, jemand zum Heilen. Toll, dankeschön. Ja, fantastisch. Gut, dass ich gerade meinen Trank eingesetzt habe. Klasse. Du stehst ja genau richtig. Das ist so fies. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute, die Fangames machen, extra gucken, wo würden die Leute heilen? Da ist das Raupi. Ich möchte dieses Raupi besitzen. Wo würden die Leute heilen? Und dann machen sie genau außerhalb dieses Sichtbereichs, wo die Leute heilen würden, jemand zum Heilen hin. Das muss einfach so sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. So. Raupi wurde erfolgreich gefangen. Guckt euch das an. Ich habe noch gar nichts gemacht und schon, also ich habe noch gar nicht großartig viel gespielt und schon sind wir hier. Ich denke, das wird speziell sein. Elektro. Okay. Die Gang. Guckt euch die Gang an. Oh, was? Ich hab das. Ich wusste, ich dachte, das wäre Feuer. Oh nein, das habe ich ihm einfach eine Kraftreserve mit seinem Typ gegeben. Okay. Käfer Elektro, alles klar. Hier durfte ich wieder nicht die Fähigkeit aussuchen. Was haben wir hier? Oh, das ist eine wilde Fähigkeit für ein Eis-Pokémon. Das mit dem Feuer, okay, aber das mit dem Eis ist irgendwie unnötig. Na gut. Ich hole mir mal eben mein Item, wegen dem ich hier bin. Schön, ich glaube, dann haben wir alle Encounter hier auf der Route gefunden und die meisten sogar gefangen. Sie sind aber auch alle fein. Und man hat direkt auf der ersten Route so viele verschiedene Typen schon. Das ist richtig cool. Das ist schön, wenn man mal nicht nur Normal-Pokémon hat. Oh, wir sind da. Okay. Okay, jetzt wird's spannend. Nein, das ist nicht fair. Ich habe euch beide zweimal schon besiegt. Nun, dachtest du, wir sind fair? Oh Mann, Kinder heutzutage, geh mir aus dem Weg. Aber gib uns zuerst deine Orden. Die werden wir gut verkaufen können. Orden? Hä? Sie hat keinen Orden. Keine Chance. Sie hat uns zweimal besiegt. Und sie ist nicht mal ein Trainer? Tja. Was auch immer, ihre Pokémon werden uns immerhin was einbringen. Ah. Hey, warte. Verdammt. Ehrlich? Noch einer? Ha, mehr Geld für uns? Okay, mach dich bereit zu sterben? Ihr wolltet die anderen nur überfallen. Ich muss sterben? Das scheint mir nicht gerecht zu sein. Ach, ein Nagelotz. Tolles Pokémon. Beiß mich nicht. Ha, beiß mich doch. Ha, beiß mich direkt nochmal. Let's go. Feurio. Verbrennung macht ja gar keinen Schaden. Coughing. Das Problem ist, das schwebt sicherlich. Tja,
Da haben wir leider nicht so wirklich was dagegen. Ein Psycho-Pokémon wäre... Okay, das ist eh anders als normalerweise. Okay. Das schwebt leider immer noch. Was ist jetzt? Feuer. Feuergestein? Feuer... Feuer... Was ist das? Feuergift? Aber dann wären... Dann wäre nicht meine Gesteinsattacke nicht sehr effektiv. Ich bin verwirrt. Armes Radfrass. Kindwurm, hi. Komm, krieg noch einen Ruckzuckhieb ab, bevor Radfratz down geht. Oh. Schön, dass das inzwischen eine Eisattacke kann. Wow, macht das viel Schaden. Okay, tschüss. Punkt, Punkt, Punkt. Ernsthaft? Du hast gewonnen? Ja, das ist richtig, ich habe gewonnen. Und ich werde weiterkämpfen, bis ihr sie in Ruhe lasst. Egal wie oft ihr euch heilt. Ich werde weitermachen. Dieses Gefühl. Ich kenne dieses Mädchen erst ein paar Stunden. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wie man Pokémon einsetzt. Davor konnte ich mich gar nicht bewegen. Aber jetzt kann ich sie damit nicht davonkommen lassen. Miri, bitte, was auch immer du Verrücktes tun möchtest. Tu keine Sorge. Ich werde diese Typen immer und immer wieder besiegen. Hunderte Male, wenn ich es tun muss. Das wird nicht nötig sein. Oha, okay. Nun, ich würde sagen, mehr erfahren wir morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und Mirio!